This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Hallo und herzlich willkommen bei lockergrill.de. Heute gibt es wieder dieses Hackfleisch. Da habe ich ja schon ein paar aus dem Dutch Oven, da habe ich ja schon ein paar Bilder gepostet. Weil ich noch Hackfleisch übrig habe, mache ich es heute nochmal. Und zwar ist hier dieser kleine Dutch Oven, nur 0,75 Liter, total cool. Und ja, da kommt jetzt rein Speck, Käse, Ei, Hackfleisch. Das ganze Hackfleisch, das mache ich jetzt an mit meinem Magic Dust, mit diesem Standardding. Und ja, dann schaut mir nochmal zu, wie ich das Teil jetzt fülle. Ist wahrscheinlich nicht so schön ordentlich, wie ihr das bestimmt könnt, aber so mache ich es halt. Ich mag das. Dann folgt mir überall, checkt mich überall. Bis später. Was, meine Mutter, was? Übrigens ist das das kleinste Schälchen, das ich finden konnte. Was, meine Mutter, was? Was, meine Mutter, was? So, wie ihr jetzt gesehen habt, ich habe es befülltes Teil, jetzt kommt noch der Deckel drauf und dann oben drei Briketts, drunter zwei, 45 Minuten, fertig ist es. Ich melde mich später, check den Blog, check Twitter, Instagram, alles mögliche und natürlich abonniert meinen Channel bei YouTube. Ja, dann zeige ich euch nochmal jedes Ding, dann kommt Deckelchen drauf und dann ist vorüber. Bis später. Hallo, so jetzt habe ich Kohlen durchglühen lassen und habe das dahin. Ich weiß nicht, ob man es sieht, es ist ein bisschen dunkel jetzt schon, aber drei Stück oben drauf, zwei Stück drunter, jetzt ist es da drin, ich schätze mal, es dauert so 45 Minuten, dann ist dieses geile Ding fertig wahrscheinlich und ja, dann schauen wir einfach später zusammen nochmal rein. Ich zeige euch nochmal, wie es da steht, mal sehen, hoffentlich sieht man es, die glühenden Kohlen sicherlich, auch im Dunkeln, haha. Und dann habt ihr genug Zeit, Blog zu checken, alles mögliche und YouTube, bis dann. Sohu! Also, es ist fertig. Es war jetzt doch 55 Minuten drauf, hat ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt ist es fertig. Ich mache gleich mal den Deckel hier unten. Ich stelle es mir auf den Tisch, mache mal den Deckel runter, dann können wir mal reinschauen zusammen. Ich schneide es dann nochmal an, dann ziehe ich nochmal kurz drüber und dann werdet ihr das Ergebnis sehen. Hoffentlich das gute Ergebnis. Alles klar, bis gleich. Das schaut saugut aus. Der Speck oben ist sogar ein bisschen braun geworden, also ein bisschen knusprig. Ja, geht. Jetzt hätte ich noch viel Saft drin von dem Fett, aber das kippe ich ja nicht ab, das esst man ja nicht mit. Also ich esse nicht mit. Und ja, ich filme jetzt mal so drüber. Bisschen Chaos, wie ihr seht. Ich habe auch, wie ihr hinter mir seht, mein Pavillon ist weg, weil der Herr Baupotik zu faul war, Wasser wegzumachen. Ist es gefroren, zusammengekracht, alles klar. Pavillon weg, ich brauche ein neues. Von daher sieht es ein bisschen chaotisch aus. Aber gut, ich zeige es euch jetzt nochmal und dann später nochmal, wenn es angeschnitten ist. Bis gleich. Ich würde mal sagen, so aus dem Stegreif heraus, dass es sau gut geworden ist. Ja, von unten filmen ist eigentlich blöd. Oben. Immer oben wegen Doppelkinn. Ja, ich zeig's euch jetzt mal und dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Schauen. Grillt es oder kocht es nach, sau lecker. Wenn genaue Rezepte gefordert sind, schreibt mich an. Jetzt folgt mir auf Facebook, Twitter, Instagram. Ich weiß gar nicht, was es da noch gibt. YouTube, genau. Und dann viel Spaß. Lasst es euch schmecken, egal was ihr macht. Und dann bis zum nächsten Mal. Der Faubo, auf Wiedersehen.